Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motto Fuzzi. Heute sind wir hier bei QG Motor in Churriana in der Nähe von Malaga und wir testen mal die neue QG Motor SRK 400 oder SRK 400. Das ist eine Naked Bike, wie ihr seht. Sieht so ein bisschen Kawasaki-mäßig aus. Und ich muss sagen, also mir gefällt's. Und jetzt schauen wir mal. Die hat so um die 40 PS. Die technischen Daten werde ich euch dann einblenden. Und schau mal, was die jetzt hier so bringt, ja. Ja, wir sind hier auf der neuen QJ Motor. Oh, wir haben ein Rot, super. Also vom Aussehen hier diese hier, auf der ich jetzt sitze, die SRK 400. Das sieht ja wirklich wahnsinnig schnittig aus, das Ding. Da bin ich ja schon mal wieder begeistert von der Schnittigkeit, von der Schaltung auch. Geht auch leicht. Der Sitz ist sehr hart. Sehr, sehr. Sehr, sehr sportlich hart. Ja, der habe ich auch gerade gesehen. Der Kraftstoff. Die Kraftstoffanzeige schwankt ziemlich hin und her. Also nicht sehr zuverlässig. Ganz am Anfang ging es ja auf ein paar Balken hoch, dann wieder runter. Das sind so eine Sachen, die mich dann immer stören. Okay, wenn man es nachher weiß, ist das nicht mehr so schlimm. Aber trotzdem sollte es nicht so sein, sagen wir mal so. Die anderen Hersteller können es ja auch. Wir haben allerdings, was ich mir gerade auffällt, sehr starke Vibrationen in den Fußrasten. Ich sage euch immer, was mir besonders auffällt. Und das ist, erinnert mich irgendwie schon an die Fußmassage von der Aprilia, die ich gefahren bin und mir überhaupt nicht gefallen hat von den Vibrationen. Normalerweise habe ich da keine Probleme mit. Hier merke ich es sehr starke Vibrationen. Und auch in der im Lenker auch starke Vibrationen. Ja, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Ja, und man kann auch sehen, also dass ich nicht spinne. Und zwar die Spiegel. Die Spiegel vibrieren natürlich auch, weil sie an dem Lenker sind. Das heißt, ich sehe im Spiegel alles unscharf, weil es alles vibriert. So, also der Fuzzi erzählt hier keine Scheiße. Das sind alles Sachen, die mir auffallen, die mir an den anderen Bikes, ihr wisst ja, ich fahre auch andere Bikes, nicht so auffallen. Deshalb erwähne ich das. So, von der Spritzigkeit her, von Gasannahme, macht einen guten Eindruck. Wir haben beleuchtete, hintergrundbeleuchtete Schalter. Finde ich eine tolle Sache, sollten alle haben.
automatische Umschaltung des Displays, wenn wir in den Tunnel fahren, das ist auch gut. Wir haben auch eine ziemlich geile Lichtmaske, hinten habe ich schon gesehen, das sieht wie so ein T aus. Könnte sich Glass Triumph patentieren lassen. Aber das ist hier von QJ Motor. Sieht nicht schlecht aus, sieht ziemlich schick aus. Vorne auch die Lichtmaske, finde ich auch sehr, sehr schick. Aber das ist immer die Sache, also finde ich persönlich zumindest manchmal bei den Chinesen, dass man da immer höllisch aufpassen muss. Also nicht immer, was geil aussieht, verspricht denn auch, dass alles andere toll ist. Es ist nichts Schlechtes hier dran, sage ich mal so. Aber es gibt halt eine Sache, die mir persönlich jetzt nicht so gefallen würden. Habe ich euch ja alles schon erzählt gerade. Und wenn euch das nichts ausmacht, na dann, wie gesagt, ist das toll. So vom Auspuff her kann ich jetzt leider da nicht allzu viel Positives berichten hier. Sie brummt nur. Also die, die ich gerade eben gefahren bin, die SRV 300, die klingt natürlich Wahnsinn. Aber die hier, ja, da ist irgendwie, man hört so ein bisschen den Motor, sage ich mal, jetzt so wieder als Laie, aber irgendwie vom Auspuff höre ich überhaupt nichts. Vielleicht hört man das im Video besser, manchmal ist das ja so. Aber ich jetzt hier am Ohr des Fahrers kommt jetzt außer dem Gebrummen nichts an, sag ich mal. Im Zuge von Rationalisierung im Motofuzzi-Haus nehme ich dieses Modell, dieses Fahrzeug gleich mal als Anlass, meine Videos hoffentlich etwas kürzer zu gestalten. Denn dieses ständige um das Bike herumlaufen und euch die technischen Daten runterbeten, das hatte ich ja schon mal irgendwann abgeschaltet, die Sache. Dann habe ich es wieder gemacht. Aber warum mache ich das? Also ich blende jetzt die technischen Daten ein, denn ersparen wir uns diese 2 Minuten rumlatschen. Ja, das könnt ihr ja auch alles sehen in dem Einspieler, den ich euch gemacht habe mit den ganzen Fotos und mit dem Rundgang, mit dem virtuellen Rundgang. Und wir kommen jetzt gleich zu den Bedienelementen und zum Display. So, jetzt kommen wir zu den Bedienelementen. Auf der linken Seite haben wir einmal den Kupplungshebel. Der ist vierfach verstellbar, ist sehr leichtgängig, also kein Problem. Ganz vorne haben wir den Lichthupenschalter hier, finde ich sehr gut angebracht. Dann haben wir hier einmal den Eingabeknopf und den Auswahlknopf fürs Display. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Mit Enter kommen wir in das Menü. Dann haben wir den Schalter hier für den Blinker. Links, rechts, in der Mitte ausschalten. Funktioniert auch gut. Dann haben wir ganz drunter die Hupe. Auf der rechten Seite haben wir dann den Gasgriff mit dem Notein-Ausschalter. Natürlich haben wir hier den Handbremshebel noch. Wir haben der Handbremshebel ist vierfach einstellbar. Wir haben einmal die Warnblinkleuchte hier auf der rechten Seite und den Starterschalter haben wir hier auch. So, dann kommen wir zum Display. Die sehen ja immer alle ein bisschen, die chinesischen, alle ein bisschen gleich aus, so wie Sontes und Woge und so weiter. Vielleicht auch da bei dem gleichen Hersteller eingekauft von den Displays, wer weiß. Aber ansonsten ist alles gut ablesbar. Wir haben ein Drehzahlmesserband oben. Wir haben hier die Kontrollleuchten für den Motor und so weiter und so fort, ABS. Dann haben wir hier die Kühlmitteltemperatur auf der linken Seite. Dann haben wir hier eine Ganganzeige. Dann haben wir eine Kraftstoffanzeige. Und ja, oben und unten haben wir dann beidseitig den Drehzahlmesser, was immer ein bisschen unsinnig empfinde. Aber okay, das ist meistens so bei den Chinesen so. Dann haben wir noch unten rechts die Daten, die wir noch umstellen können. Und zwar mit dem Select-Schalter. Ich drücke den jetzt mal. Wir haben Gesamtkilometer. Wir haben Trip A, Trip B. Und das war's. Die können wir dann natürlich zurückschalten, die Trips. Und wenn ich Enter drücke, dann kommen wir in das Menü. Da will ich nicht zu viel rumgehen beim letzten Mal. Bei Sontes? Da habe ich dann aus Versehen auf irgendwie Chinesisch geschaltet oder so. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Hier kann man dann mit dem Select-Schalter runtergehen. Wir können die Helligkeit einschalten. Wir können die Einheiten einschalten, Informationen. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht weiter rein. TPMS. Ich gehe wieder hier auf Exit und
Enter und dann kommen wir wieder raus. So, dann kommen wir noch schnell hier zum Fazit. Also vom Aussehen ist natürlich wieder alles Geschmackssache. Für den lieben Fuzzi hier finde ich, dass das wirklich ein super schickes Naked Bike ist. Hat mich so ein bisschen vom Aussehen natürlich vorne mit der Lichtmasse, jetzt muss ich doch mal rumlatschen hier während des Fazits, hat es mich doch ziemlich sehr an Kawasaki erinnert. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und natürlich auch diese goldenen, vergoldeten Felgen finde ich auch sehr toll. Also das ist, würde ich mal sagen, eine Augenweide. Hinten diese Lichtmaske von dem Rücklicht, dieses T, sehr, sehr schick. So von der Verarbeitung macht auch alles eigentlich einen guten Eindruck. Jetzt wie die anderen chinesischen, die stecken ja fast alle unter einer Decke schon heutzutage. QJ Motor, wie ich gehört habe, hängen irgendwie mit Benelli zusammen. Und naja, Benelli hängt natürlich mit den Chinesen zusammen, beziehungsweise die Chinesen haben da wohl einen größeren Anteil dran und da werden sie ja dann auch gebaut. Aber hier so vom Design, auch der Sitz, den finde ich auch super schick. Der sieht auch sehr wirklich sehr, sehr schick aus. Display, ja, ist akzeptabel. Von der Ablesbarkeit ist das Display auf jeden Fall akzeptabel. Von den Fahrleistungen, so von der Handelbarkeit und so weiter, macht es auch alles einen sehr guten Eindruck. Und das Ansprechverhalten, die Leistung hat mich auch positiv beeindruckt. Das Einzige, was dann ein Negativpunkt ist bei dem Fahren, Fahrverhalten, sind halt die starken Vibrationen. Die muss ich hier mal wieder erwähnen. Starke Vibrationen in den Fußrasten, starke Vibrationen im Lenker und dann natürlich in den Spiegeln, die dann alle, wo die Sicht denn verschwimmt, weil ja, weil alles halt vibriert. Das ist alles dazu. Ansonsten, wie ich schon sagte, ich werde den Preis mal einblenden. Vielleicht ist das für euch ja eine Option. Auf jeden Fall macht das Ding eine ganze Menge her, wenn es einfach so dasteht. Und ja, Fahrverhalten und Fahrleistung sind ja auch top. Ja, ich denke mal, das war erstmal alles hier meine improvisierte Probefahrt, weil ich ja heute eigentlich eine andere fahren wollte, von der SRK 400 von QJ Motor oder QJ Motor, wie auch immer. Das war erstmal alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Motorfuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.